So, dann geht es auch gleich los mit dem Input von Felix Drewes zum Thema Hanfkalk. Felix, du hast nachhaltige Wirtschaft und Klimawandelanpassung studiert. Du bist aktiv im Hanfbau-Kollektiv und arbeitest bei Hanfingenieur. Ihr realisiert Projekte mit Hanfkalk und gebt Seminare zu dem Thema. Dazu wirst du uns gleich noch viel mehr erzählen. Da bin ich sehr gespannt. Und ich stoppe jetzt meine Freigabe und dann kannst du sehr gerne loslegen. Ja, danke Jasmin für die Einladung und dass ich hier sprechen kann über Hanfkalk. Und ich freue mich sehr, dass auch so viele Teilnehmer da sind und sich interessieren zu dieser Mittagsstunde für das nachhaltige Bauen und für den Hanfbau. Und ich werde jetzt einen kleinen Input geben, circa 20 Minuten. Wir haben einen ganz schönen Ritt vor uns. Ich werde da durchspringen und wirklich einen Blumenstrauß an Themen anbieten. Und ich freue mich dann in der Fragesession, je nachdem, wo die Interessen sind, hier im Publikum nochmal auf einzelne Aspekte einzugehen. Meinen Bildschirm können jetzt alle sehen, ist das korrekt? Ich sehe den Bildschirm aber noch nicht als Präsentation. Genau, jetzt, ne? Ja, jetzt im Vollbild. Genau, also ich lege einfach mal los. Also genau, Felix Drewes, Hanfingenieur. Ich bin Projektentwickler beim Hanfingenieur, aber stehe auch hier in meiner Position als Vizepräsident des Nutzhanfnetzwerks. Und beim Hanfingenieur, wir sind ein Planungs- und Baubüro seit 2020 und ja, beraten, planen und bauen Häuser aus Naturbaustoffen, vornehmlich Hanf. Und wir haben einen übergroßen Anteil an Frauen bei uns im Team, was wirklich inspirierend ist, auch auf unseren Baustellen. Es ist uns auch ein Anliegen zu zeigen und zu lernen von Frauen auf Baustellen und zu zeigen, dass die durchaus auch dahin gehören. Nutzhanfnetzwerk ist unsere übergeordnete Organisation, ist ein gemeinnütziger Verein. Hier sind wir als Hanfbaukollektiv. 2018 haben wir das gegründet, 2020 mit dem Nutzhanfnetzwerk fusioniert und bilden hier quasi die Kompetenzgruppe für das Bauen mit Hanf innerhalb des Nutzhanfnetzwerks. Und ja, unsere Kernaufgaben sind Lobbyarbeit, Fortbildung, Seminare, Forschungsarbeit, Entwicklungsarbeit und einfach die Herausforderungen in der Hanfwende anzugehen, alle Akteure in der Hanfwertschöpfung an einen Tisch zu bringen, um diese auszubauen. Genau, also wir werden heute über einige Themen galoppieren und wenn Sie hier nach 20 Minuten fertig sind, dann wissen Sie, welche Hanfbaustoffe es gibt, was es zu beachten gibt beim Planen und beim Bauen, wie teuer das ist, wie die hergestellt werden und generell, warum wir mit Hanf bauen. Genau, und warum wir mit Hanf bauen, das kennen vielleicht schon viele, die Zahlen, ist, weil gerade der Bausektor und der Landwirtschaftssektor massiv zur Degradierung unserer Gesundheit unserer Ökosysteme beitragen. Das sind Zahlen von der UN, von der EU. Man findet immer mal wieder auch andere Zahlen, aber in dem Sektor, in dem Bereich bewegt sich das. Wenn wir den gesamten Lebenszyklus von Gebäuden und der Baubranche betrachten, dann kommt man auf diese Zahlen. Es sind also 50% weltweit der globalen Emissionen, ist dem Bausektor zu schulden. Und ich will auch nochmal den Blick auf diesen Fakt hier setzen, dass seit 1939 ungefähr 100.000 neue Chemikalien im Bausektor eingeführt wurden, wovon nur die allerwenigsten auf Gesundheitsrisiken überhaupt getestet wurden. Das heißt jetzt nicht, dass davon alle schlecht sind, aber Fakt ist, wir wissen es einfach nicht, ne? Hier geht es um Ausdünstungen von Farben, von Klebern, von Teppichen, Mikroplastik. Auf der anderen Seite wissen wir halt, und da gibt es jetzt auch in den letzten 5 bis 10 Jahren überschlagen sich die Publikationen, dass gerade Naturbaustoffe, die wir seit mehreren tausend von Jahren nutzen, also Stroh, Lehm, Kalk, Naturstein und Holz, dass diese Materialien durchaus förderlich sind für unsere Gesundheit und allem zuträglich. Und darum geht es natürlich, ne? Wir sprechen der Baubiologie von der sogenannten dritten Haut. Wir verbringen mittlerweile bis zu 90% unserer Zeit in Gebäuden. Deswegen ist es aus unserer Sicht essentiell, wie wir diese Gebäudehülle gestalten, dass sie also zuträglich ist für die Gesundheit, die sogenannte dritte Haut. Ne? Unsere erste Haut, die unseren Körper schützt, die zweite Haut sind unsere Anziehsachen und die dritte Haut ist die Gebäudehülle, die uns umgibt. Die sollte nach Möglichkeit auch gesundheitsfördernd sein. Und dann ein ganz wichtiger Aspekt ist das Abfallaufkommen. Also 50% des Abfallaufkommens weltweit jährlich gehen auf den Gebäudesektor zurück. Gleichzeitig verbraucht er 50% der Ressourcen. Und ne, hier geht es auch um vor allem Stahlbetonabbruch. Und das Problem ist, wenn man jetzt in Deutschland ist es zum Beispiel 54% des Bruttoabfallaufkommens. Und hier wird gesagt, 90% werden recycelt. Dem ist aber nicht so, weil wenn man genau hinguckt, wird das gedowncycled. Ne? Und also, dass man zum Beispiel Betonabbruch im Straßenbau als Drainageschicht verwendet. Aber wenn wir
aus zirkulärer Sicht den Bausektor betrachten, dann ist es wichtig, dass wir Gebäude so designen und Baustoffe so entwickeln und die Gebäude so fügen, dass wir nachher die Baustoffe auf gleicher Qualitätsstufe in Kreisläufen halten können. Oder wenn wir das nicht können, sie möglichst schadfrei in die natürliche Kreisläufe zurückbringen können. So, wir haben also das Ziel, 400.000 neue Wohnungen zu bauen jährlich, gleichzeitig aber eine Politik zu fahren, die dann dem 1,5-Grad-Ziel gerecht wird. Wie soll das gehen? Ja, auf jeden Fall nicht mit den Methoden, die wir derzeit nutzen im Bausektor. Deswegen brauchen wir Lösungen und die gibt es auch. Derzeit ist es aber so, dass wir den größten Sondermüll der Baugeschichte bauen, laut Dietmar Steiner. Das finden wir sehr treffend. Wir sehen zum Beispiel hier links sind PU-Schaumdosen, die zum Abdichten genutzt werden. Hier in der Mitte kennt wahrscheinlich fast jeder ist Mineralwolle, dem Herrn oder die Dame hier im ABC-Anzug, der diese zurückbaut. Und ganz rechts Wärmedämmverbundsystem, Pyroton, dann quasi ein Styropor, was verklebt wird, unwiederbringlich verklebt wird. Ja, und das Interessante ist, dass der Hanf in all diesen Anwendungsfeldern eine Alternative sein kann, aber auch noch viel mehr. Und das wissen wir nicht erst seit heute, denn schon 1938 ist im Wissenschaftsmagazin Popular Mechanics ein Artikel erschienen, der die über 25.000 industrielle Anwendungen der Nutzhanfpflanze beschreibt. Und das Interessante ist, dass wir hier wirklich alles von der Nutzhanfpflanze nutzen können. Also von den Blüten über die Blätter, die Samen, bis zum Stängel, also das sogenannte Stroh. Und das ist auch das, was entscheidend ist für den Bausektor, denn aus dem Stängel, woraus wir die Fasern und die Schäben gewinnen, die Schäben ist der innere hölzerne Teil des Strohs, daraus machen wir unsere tollen Baumaterialien. Und gleichzeitig können wir aber, während wir halt das Stroh nutzen, auch Wertressourcen gewinnen für Medizin, ne, für Öle, Lebensmittel. Im Prinzip kann man sich merken, dass wir alles, was wir aus Holz, Baumwolle oder Erdöl machen können, auch von Hanf machen können. Und diese Koppelnutzung ist das, was ich schon immer sehr spannend finde an der Hanfpflanze, aus einer Ernte so viel machen zu können. Und seitdem es wieder erlaubt ist, 1996, seitdem dürfen wir es wieder anbauen. Er steigt auch die Anbaufläche, ist also kurz gestiegen, kurz gefallen, aber seit 2012 steigt es wieder kontinuierlich, bis auf, wir haben ganz neu die Zahlen jetzt reinbekommen vom BLE, dieses Jahr ist es um 30% gesunken. Wir haben da auch ein paar Ideen, warum das so ist. Jedenfalls gibt es viel, viel Hanf, immer mehr, das ist auch gut so, denn daraus werden tolle Sachen gemacht. Und wenn wir jetzt aber uns nochmal die Zahlen verdeutlichen, über den Lebenszyklus gesehen in der Baubranche, dann müssen wir natürlich auch die Lösungsansätze, die wir haben, über einen Lebenszyklus betrachten. Und das geht beim Hanf natürlich beim Anbau los. Und da spielt er schon seine vielen Vorteile aus. Er ist also eine sehr genügsame Pflanze, die in fast allen Klimazonen gedeiht. Er braucht wenig bis keine Pestizide, natürliche Dünger reichen aus und seine tiefe Pfahlwurzel dringt tief auch in verdichtete Böden ein, um diese zu lockern. Und da gibt es interessante Studien, die den Hanf als Folgefrucht untersuchen, beziehungsweise als Zwischenfrucht, also die Folgefrucht, die Früchte, die nach Hanf angebaut werden, sei es Hafer, Kleie, Weizen, Soja. Und da sieht man 10 bis 30% Ertragssteigerung nach Hanf, ohne dass man was zutun muss. Und es liegt einfach daran, dass wir das Bodenleben nicht totspritzen müssen und dass der Hanf durch seine Pfahlwurzeln die Bodenstruktur verbessert. Und wir haben da auch ganz interessante Versuche gemacht mit der Hochschule Merseburg im entscheidenden Braunkohlegebiet Mitteldeutschlands. Das Motto ist ja raus aus der Kohle, rein in den Hanf. Da haben wir uns überlegt, kann man den Hanf auf diesen brachliegenden Tagebauflächen anbauen und kann man da vielleicht auch regionale Wertschöpfungsketten fördern, den Strukturwandel vorantreiben, sinnstiftende Jobs schaffen. Wir hatten Brauereien, Stadtwerke im Boden, Bäckern, uns als Baustoffproduzenten natürlich oder Berater. Und ja, man kann es. Er gedeiht sogar auf diesen degradierten Böden und man kann vielschichtige Jobs dadurch schaffen. Und eine ganz spannende Sache, die auch mittlerweile viel Anklang findet, ist, dass er so schnell wächst. Er wächst also 2 bis 6 Meter in 3 bis 4 Monaten. Das ist wirklich erstaunlich. Fast im Pflanzenreich, fast nur Bambus kann da mithalten. Und was schnell wächst, bindet viel CO2. Und wenn wir dieses CO2 nehmen, was im Stroh gebunden ist, und dann zu Baustoffen machen, dann schaffen wir aktiv CO2-Senken. Und das ist auch einer unserer großen Hoffnungen, was dem Hanf hoffentlich mehr Zuspruch in Zukunft bringt, weil es ist ja gerade in aller Munde, CO2-Senke schaffen, CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen und zu speichern. Das können wir halt über die Baustoffe, über die Naturbaustoffe auf ganz natürliche Weise machen. So.
Wenn wir den also geerntet haben, dann legen wir ihn in den Schwad, wie hier unten zu sehen, und dort findet die sogenannte Röste statt. Das ist also der zweite Schritt in der Hanfwertschöpfungskette. Hier lösen Pilze und Bakterien die Pektine, also der Klebstoff, der die Fasern und die Schäben zusammenhält, auf, und dann können wir sie leichter aufschließen. Stichwort Bioökonomie, sanfte Energien nutzen. Hier helfen uns auch die Mikroorganismen, ja, sanfte Energie zu nutzen. Und wenn es dann geröstet ist, dann kommt es in die sogenannten Aufschlussanlagen. Und da wird es einfach durch Brechen und durch Hämmern, durch Walzen, aber es gibt auch Hammermühlen, das Stroh aufgeschlossen. Man sieht es hier, wie es reingefüttert geführt wird. Und es wird dann in seine Bestandteile zerlegt. Das sind also die hölzernen inneren Teile, die Schäben und verschiedene Faserarten. Und alle diese Produkte kann man nutzen, sogar die Stäube können wir nutzen, indem wir sie zum Beispiel zu Briketts machen und dann verheizen können oder sie auch wieder kompostieren, um den Acker wichtige Nährstoffe zurückführen zu können. Jetzt konzentrieren wir uns aber auf Stroh. Und nochmal, die Schäben sind der hölzerne innere Teil, das ist quasi Hanfholz. Und die Fasern sind die äußeren Fasern, und all dies, beides können wir als Rohstoffe für Baustoffe nutzen. Und aus den Fasern machen wir zum Beispiel Dichtungshanf oder Kalfaterhanf. Kalfatern ist ein Begriff aus dem Schiffsbau. Früher hat man die Bootsplanken zusammengelegt und dann Kalfaterhanf zwischen die Planken gestopft mit Teer oder Wachsen bestrichen, um die Bootsplanken dicht zu machen. Und ja, Hanf macht dicht, aber halt nicht die Birne, sondern Fugen und Risse und ja, Fensterabdichtungen kann man damit ausführen, wie hier auf den Bildern zu sehen. Es ist also 100% Natur, da sind keine Brandhämmer drin, und es ist super einfach anzuwenden. Hier auch im Heizungsbau zum Beispiel, das kennen vielleicht viele. So, dann haben wir den Stopfhanf. Das ist einer meiner Lieblingsmaterialien aus Hanf. Und zwar einfach, weil er so einfach anzuwenden ist. Also der Stopfhanf, das sind die Fasern, die rauskommen, auch ohne irgendwelche Zusätze, 100% Hanf. Und damit kann man dämmen. Also Gebäudebestand dämmen. Und darum geht es ja immer mehr. Wir wollen ja immer weniger neu bauen. Wir wollen ja vor allem sanieren. Und da spielt der Hanf gerade auch im Altbau, wo ich bin ja in Berlin zugeschaltet, wo wir oft auch schwierige geometrische Flächen haben. Und den Hanf können wir ohne Zuschneiden in alle möglichen Gefache einstopfen. Und das auch, ich habe hier extra das Bild von diesem Kind ohne Schutzeinkleidung als Pendant zu dem Menschen, der da die Mineralwolle ausgeführt hat, weil jeder, der mit Hanf schon mal gearbeitet hat, merkt, es macht einfach super Spaß und es ist völlig ungefährlich, damit zu arbeiten. Es hat einen Lambda-Wert von ungefähr 0,045, bisschen schlechter als Styropor, aber genauso gut wie alle anderen Naturbaustoffe eigentlich. So, dann haben wir Akustikvliese. Das sind einfach Dämmvliese, auch wieder 100% Hanf. Die werden durch Nadelfilztechniken zu Filzen gefliest und die nutzen wir zum Beispiel als Trittschalldämmung zur Entkopplung unter Bodenbelägen, wie hier zu sehen. Dann haben wir ein ganz populäres Produkt, das sind die Dämmmatten aus Hanf. Und die sind interessant, weil sie ähnlich angewendet werden wie Mineralwolle, wie die gängigen konventionellen Sondermüllbaustoffe, die wir sonst so verbauen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass man hier genau hingucken muss. Wie bei allen Dämmmatten ist auch hier eine PET-Stützfaser drin, also eine Plastikstützfaser. Das hat man in allen Dämmmatten aus Naturbaustoffen. Sobald sie so federn, ist da PET drin. Die Hersteller arbeiten aber auch daran, gerade an eine Bioplastiklösung, die allerdings noch ein bisschen teuer ist. Trotzdem ein schönes Produkt, CO2-negativ und hat super bauphysikalische Eigenschaften. Aus den Schäben können wir zum Beispiel eine Trockenschüttung machen, wie hier zu sehen. Das wird einfach mit Kalk oder mit Lehm ummantelt und dann in der Zwischendecke als Dämmung eingebracht. Man kann aus den Schäben aber auch Akustikplatten machen, wie hier zu sehen. Das ist auch 100% Hanf, keine Klebstoffe. Die werden im Heißpressverfahren zusammengeklebt und dann kann man sie auch noch ästhetisch als gestalterisches Element nutzen. Und das ist gerade auch in Sanierungsthemen. Wenn wir hier zum Beispiel in Berlin große Industriehallen umbauen, und wir oft Schallprobleme haben, da kommen diese Schallschutzpaneele ins Spiel. Es gibt aber auch Spanplatten aus Hanf. Die sind kalkgebunden, manche sind auch mit Harzen gebunden. Da muss man genau hingucken, was man da hat. Die Entwicklung geht aber stetig voran und das ist halt eine schöne Alternative zum Trockenbau. Genauso wie diese Hanfkalkplatten eine schöne Alternative im Trockenbau sind. Oder diese Lehmbauplatten, die gebunden sind mit Lehm und Hanfschäben. Und man sieht hier zum Beispiel einen Aufbau, einen Trockenbau in einer Berliner Wohnung, wo wir hier oben den Filz haben als Schallentkopplung, Holz als Ständerwerk, Lehmbauplatten und in der Mitte den Stopfhanf. Altbautür reingebaut, zack, fertig ist die Trockenbauwand. Ist wirklich eine schöne Sache. Dann haben wir Hanfholz. Hanfholz kommt aus Amerika, seit circa 3 Jahren auf den Markt, wird mit einem Sojabindemittel gebunden, sehr unter extremen Druck gepresst und dann macht man diese schönen Hölzer daraus, die man im Bodenbelag nutzt oder zum Möbelbau.
oder auch Kunstwerke daraus machen kann. Und das ist ein Blick in die Zukunft, wo es hingehen kann. Es gibt zum Beispiel auf der Hanf-Expo 21 wurde ausgestellt Hanfstahl quasi, also das ist Bioplastik aus Hanf, 3D gedruckt, um diese Trägerelemente zu machen. Das ist alles noch Zukunftsmusik, aber dahin geht die Entwicklung. Oder hier Stahlbewehrung, also für Stahlbeton Bewehrung aus Hanffasern. Das wird kommen, da sind die Entwicklungen schon für das hier unten schon relativ vorangeschritten, relativ weit. Da freuen wir uns drauf. Und das sind Anwendungen von Hanfplastik, die heute schon etabliert sind. Vor allem die Automobilindustrie nutzt Hanfplastik gerne für die Innenauskleidung. Jetzt aber zu einem, meinem Lieblingsbaustoff aus Hanf, das ist Hanfkalk. Und der hat, das ist nichts weiter als die Schäben der Hanfpflanze mit Kalk oder Lehm und Wasser. Und die kann man in drei Arten verarbeiten: Orthanf, Steine oder Sprühhanf. Und ja, der hat die Vorteile, vor allem der Orthanf, den nutzen wir sehr gerne, dass er halt sehr günstig anzuwenden ist, weil die Materialpreise günstig sind, man aber händisch einbauen muss, was für manche attraktiv ist, für andere weniger. Er wird also an Ort und Stelle wird der Kalk mit den Schäben gemischt und dann in eine Schalung eingeführt, wie hier zu sehen, und dann minimal verdichtet, wie hier zu sehen. Man sieht also hier oben, der wird dann händisch verdichtet oder mit diesen Holzwerkzeugen. Und dann wird es ausgeschaltet. Wir bauen also das Haus Schicht für Schicht rundrum auf und bauen es dann auf. Und dann sieht man diese schönen Schichten, wie sie hier entstehen. Hier das Ständerwerk komplett eingepackt in der Schalung, die Schalung abgenommen. Das ist jetzt so ein Wandmodul. Und wir haben halt hier alles in einem. Wir haben Dämmung, wir haben thermischen Speicher, wir haben Feuchteregulierung, wir haben Brandschutz. Und wir haben die Möglichkeit, tolle Gestaltungsoptionen auszuführen. Und wie man hier sieht, mit verschiedenen natürlichen Farbpigmenten. Wir können Hanfkalk in Wand, im Dach und im Boden einsetzen. Ist also super flexibel einsetzbar und das gerade auch halt in der Sanierung super spannend ist. Und er ist schwer entflammbar, wenn er nackt ist und wenn er beidseitig verputzt ist, sogar nicht brennbar, A2. Und warum der so gut dämmt und warum er so gut die Feuchte reguliert, das erkennt man, wenn man ins Mikroskop guckt. Da sieht man nämlich, dass die Schäbe, die ja Holz ist, aber extrem viele Poren hat, bis zu 70% Poren in der Schäbe. Und da entsteht die Magie, wenn man so will. Hier sind die ganzen Luftpolster, die dämmen. Und hier ist auch Platz, um das Wasser einzulagern. Und der kann nämlich viel Wasser aufnehmen, ohne seine Dämmwirkung zu verlieren. Anders als Mineralwolle oder andere Dämmstoffe, die, wenn sie Wasser aufnehmen, sofort ihre Dämmwirkung verlieren. Und es ist nicht nur die Porenmatrix, sondern auch die Schäbenmatrix an sich, wie man hier sieht, die wiederum luftkissend erzeugt, die für diese tollen bauphysikalischen Eigenschaften sorgt. So, die Dämmwirkung von Hanfkalk ist ein Lambda-Wert von 0,071. Das bedeutet, dass wir mit 30 cm den aktuellen GEG-Standard locker schaffen oder mit 36 den KfW 55-Standard, wenn es den noch geben würde. Aber nur mal, um rechnerisch die Beispiele zu geben. Wir haben bei 32 cm eine Phasenverschiebung von 12 Stunden, was optimal ist. Und ein Aspekt, der mir super gerne gefällt, ist, dass er so einfach zu reparieren ist wie hier. Wir haben hier also ein kleines Loch in der Wand, wir machen neues Hanfkalk rein, gehen mit der Traufe rüber und man sieht gar nichts mehr. Er geht einen kraftflüssigen Verbund ein mit dem bestehenden Hanfkalk und wir können punktuell reparieren, was auch Kosten spart und natürlich Ressourcen. Hanfkalk ist CO2-negativ. Man findet verschiedenste Zahlen. Wir rechnen eher konservativ mit 78 Kilogramm, minus 78 pro Kubikmeter Hanfkalk. Man findet aber auch bis zu 400 Kilogramm. Da muss man immer genau hinschauen, welche Daten da zur Grundlage benutzt wurden. So, jetzt nochmal alle Hanfkalk-Vorteile auf einen Blick. Wir haben also einen schadstofffreien, 100% biologisch abbaubaren Baustoff, der super dämmt und aber auch Wärme schützt, vor Wärme schützt, Hitzeschutz, Schallschutz, feuerresistent, alles in einem. Wir haben einen einfachen monolithischen Wandaufbau, was auch Kosten wiederum spart, im Kontrast zu diesen komplizierten mehrschichtigen Wandaufbauen mit Folien etc. Und wir haben halt eine super Raumklimaregulierung durch die Porenmatrix. Und gleichzeitig ist er CO2-negativ und so flexibel einsetzbar. Jetzt will ich nochmal abschließend ein paar Beispiele zeigen, wie es aussehen kann, wenn man mit Hanfkalk baut. Das ist ein sogenanntes Own Home, das ist eine Mischung aus Tiny House und Earthship. Das Interessante hieran ist, dass es auf Schraubfundamenten steht, wir also keine Bodenversiegelung haben oder nur minimal und dieses Haus sein eigenes Wasser recycelt durch Pflanzenkläranlagen, passive Solarerträge hat und quasi das geschlossene Energiekreisläufe lebt. Hier nochmal ein paar Einblicke, runde Ecken, das ist halt auch super schön in der Gestaltung, man ist da wirklich frei. Wir haben hier ein paar Lichtspiele mit alten Flaschen, hier sieht man auch Pigmente auf der linken Seite. Das ist ein Haus, quasi dasselbe Prinzip, nur größer, was wir letztes Jahr fertigstellen durften. Hier haben wir das Circular House in Berlin mit Hanfkalk mitsaniert, da sind wir
sehr stolz drauf. Das war ein tolles Projekt. Das ist das älteste Hanfbauprojekt, was man in der Literatur oft sieht, steht in Frankreich. Da wurde ein Gebäude aus dem 15. Jahrhundert saniert. Man kann aber auch modern bauen mit Hanfkalk. Es muss nicht immer alt sein. Das ist ein vierstöckiges Haus, auch in Frankreich. Hier ist auch eine Wärmedämmung nachträglich eingebracht worden. Außenwand mit Hanfkalk. Das ist eine Sauna, die wir bauen durften, aus Hanfbaustoffen. Da sind verschiedene Baustoffe zum Einsatz gekommen. Hier ist ein Ferienhaus in Rügen, was wir fertigstellen durften. Man darf sich also jetzt auch mal einbuchen in ein Hanfhaus und mal fühlen, wie es ist, in so einem Hanfhaus zu schlafen. Das ist ein Sanierungsprojekt, eine Scheune bei Würzburg, wie wir durchgeführt haben. Und hier sieht man das bisher mir bekannte größte Hanfbauprojekt. Das ist ein zwölfstöckiges Hochhaus in Kapstadt, was gerade noch im Bau ist. Es zeigt also, es ist möglich. Das ist ein Sprühprojekt aus den Vereinigten UK, also Britannien. Genau, hier sieht man auch, es ist modern. Das ist eine Halle, also hier werden Lebensmittel gemacht. Das wurde mit Hanflehm und Hanfkalk gemacht. Hier sieht man auch nochmal eine kleine Sauna und hier ist ein begehbarer Kühlschrank aus Hanfkalk, was verdeutlicht, wie gut die bauphysikalischen Eigenschaften sind, die Dämmeigenschaften. Hier geht es um Kosten, da können wir vielleicht gleich auch nochmal in der Diskussionsrunde drüber reden. Da würde ich nochmal gerne ein bisschen genauer drauf eingehen. Ganz zum Schluss will ich nochmal verdeutlichen, man kann wirklich super viel im Haus aus Hanf machen, also von den Farben über die Bodenbelege, Dämmung. Ja, bis zu 80% ist eine Schätzung von uns, an einem Haus kann aus Hanf bestehen. Und man kann noch viel mehr machen, wie Lampen, Sonnenschutzmodule. Wir probieren also viel rum. Bänke machen wir in der scheidenden Braunkohleregion. Ne, in unseren Workshops auch mal ein bisschen Weihnachtsdeko. Man kann Bienenhäuser aus Hanfkalk machen. Die Bienen lieben es. Oder auch Kunst wie die Jasmin Barber aus unserem Hanfbaukollektiv. Da sind wir sehr froh, dass die da so die Hanfbauflagge heraus hochhält für uns. Ja, warum wird jetzt nicht noch mehr mit Hanf gebaut? Das sind verschiedene Gründe, können wir vielleicht auch gleich nochmal darauf eingehen, wenn das interessiert. Ein wichtiges ist einfach das Image von Hanf als Kifferdroge. Die allerwenigsten wissen, dass man mit Hanf so tolle Sachen machen kann. Deswegen freue ich mich auch umso mehr um das Interesse heute von so vielen Menschen, sich in dem Bereich weiterzubilden. Und das ist genau auch eine Sache, die wir tun können. Wir können uns zusammenbringen, wir können Expertise teilen und weiter tragen. Wir können in unsere Bauprojekte Hanf einplanen. Wir helfen da gerne dabei. Oder gerne mal mitarbeiten auf einer Hanfbaustelle. Wir bieten sogenannte Mitmachbaustellen an in unserem Handwerkerinnenpool. Da freuen wir uns, wenn Sie dazukommen oder ihr. Und ja, somit mache ich jetzt erstmal Schluss. Ich hoffe, das war jetzt noch nicht zu viel, 25 nach, und freue mich auf eine Diskussion mit euch. Und guck mal, wo jetzt das Interesse so in der Gruppe ist. Ja, gerne immer kontaktieren natürlich. Ja, und jetzt würde ich erstmal das Mikrofon zurückgeben, freue mich auf Fragen und dann können wir vielleicht nochmal einzelne Aspekte genauer beleuchten.